Wenn dein Hund nach dir schnappt oder dich sogar schon mal bissen hat, dann kann das Zusammenleben ziemlich gruselig und ziemlich schwierig werden. Und keiner redet drüber. Es ist ein Tabuthema. Und deswegen besprechen wir das heute mal. Weil mein erster Hund, Sammy, hat am Anfang sehr viel nach mir geschnappt, hat mich auch mehrfach gebissen, er hat mich nie verletzt. Aber so als erster Hund war das schon eine ziemliche Challenge. Und man wird relativ schnell relativ einsam. Man kommt sich recht schnell verloren vor, weil das auch keiner im Umfeld versteht. Also so als Otto-Normal-Mensch hat man das einfach nicht am Schirm. Erstens, weil das die meisten Menschen, Freunde, Familie und so weiter ja selber nicht erlebt haben. Und weil das auch viele nicht verstehen, warum man mit so einem Hund dann weiter zusammenleben will. Ich verstehe es, weil ich es erlebt habe. Also gibt jetzt natürlich auch Tipps und Tricks, wie du das ändern kannst, wie du da rauskommst und vor allem, was es noch zu beachten gibt mit einem bissigen Hund zu Hause. Aber zuallererst möchte ich dir eins sagen und das ist, es ist wirklich angenehm, mit jemandem drüber reden zu können. Also, wie gesagt, Freunde, Familie sind das oft nicht unbedingt und da hilft es halt schon oft, einen Trainer dabei zu haben. Also nicht nur, weil wir das halt einfach auch schon viele von uns durchhaben, aber auch, zumindest mache ich das mit meinen Teams so, ich bin einfach gern auch da, wenn jemand mal quatschen will, wenn jemand einfach sagt, boah, es ist einfach gerade echt scheiße, ja, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich quatschen kann oder ich möchte jetzt einfach das jemandem erzählen. Ich finde das einfach wichtig. Und wenn man da so komplett alleine dasteht, dann hat man einfach manchmal das Gefühl, dass einem das als einziger passiert. Und das ist nicht so. Auch wenn es nicht wahnsinnig häufig vorkommt, dass Hunde Menschen beißen, aber es passiert. Und ja, es gibt andere Menschen, die mit bissigen Hunden leben. Also du bist nicht alleine und es ist stressig, ja. Wenn man sich in seinem eigenen Zuhause nicht sicher fühlt und dem Hund, den man in sein Leben geholt hat, nicht vertrauen kann und es ist einfach ein Vertrauensbruch, dann ist das stressig. Das heißt, wir müssen das so schnell wie möglich wegbekommen. Und auch dafür macht es natürlich Sinn, mit Trainer zu arbeiten. Okay, was wir aber brauchen, während wir das Training gestalten, und Training braucht halt Zeit, weil du musst was verlernen, was du schon machst. Also du Ne, wir Menschen machen ja unbewusst Dinge, die den Hund dazu bringen, dass er herschnappt oder herbeißt. Und der Hund macht Dinge, die wir nicht wollen. Und so kommt es zu solchen Situationen. Also wir müssen was verlernen, der Hund muss was verlernen, wir müssen beide was Neues lernen. Es braucht einfach Zeit. Und um diese Zeit zu haben und uns trotzdem sicher zu fühlen, weil darum geht es ja, wir müssen uns wieder sicher fühlen in unseren eigenen vier Wänden, ja, brauchen wir Management. Und das Management, dafür ist alles okay, was dir hilft, dich sicher zu fühlen. Natürlich müssen wir auf das Wohlbefinden des Hundes auch achten, aber wir können alles verwenden, was in diese beiden Kategorien fällt. Also da gehört ein Maulkorb dazu, da gehört vielleicht eine Leine dazu, ein Kindergitter, Türen, Gates, was auch immer. Für manche Hunde kann das heißen, erstmal 24 Stunden Maulkorb zu tragen. Das muss natürlich ein Maulkorb sein, der passt. Also jetzt nicht irgendein Plastikblödsinn, ja, so, sondern wirklich ein Maulkorb, der groß genug ist, dass der Hund damit wirklich entspannt leben kann. Das wird für 99% der Hunde ein Metallmaulkorb sein, gerade wenn es auch ein bissiger Hund ist, dann Sicherheit geht vor Metall, bitte. Und auch bei den Managementmaßnahmen, das gehört zum guten Trainingsplan auch dazu. Obwohl das Ziel natürlich sein sollte, die auch wieder abzubauen. Also ja, es gibt Fälle, wo es keine Lösung gibt. Das gehört dann eher dem Verhaltensmediziner. Aber in den meisten Fällen kann man ja was machen. Und da gehört dann Training dazu. Also sprich, wir wollen mit Training erreichen, dass wir zum Beispiel eine 24-Stunden-Maulkorb-Notwendigkeit reduzieren oder wegbekommen. Das heißt aber auch, dass wir nicht einfach irgendein Management drum installieren und dann den Hund maßlos überfordern. Also sprich, zum Beispiel, wir knallen dem Hund den Maulkorb drauf und typisches Szenario, der Hund lässt sich nicht pflegen, also Bürsten funktioniert nicht, Krallenpflege funktioniert nicht, solche Sachen. Hund kriegt einen Maulkorb drauf und dann wird er gebürstet, weil die Waffen funktionieren ja jetzt nicht mehr, ja, er kann sich nicht mehr wehren und somit hat er das zu erdulden. Das machen wir nicht, weil das ist nicht nachhaltig.
Ja, vielleicht können wir den Hund zur Aufgabe bringen, aber wer will das? Ja, also das Vertrauen spielt sich schon in beide Richtungen ab. Also wir wollen dem Hund ja zeigen, hey, es passiert dir nichts. Und wir können ihm das nicht zeigen, während wir ihn maßlos überfordern. Das heißt, wir machen einen Deal. Wir machen einen Deal mit unseren Hunden. Und dieser Deal lautet, wir achten auf dein Wohlbefinden. Und wir möchten im Gegenzug auch, dass du auf unser Wohlbefinden achtest. Also das heißt, ich überfordere dich nicht, dafür beißt du mich nicht. Ganz simpel, ja. Und das schaffen wir im Training dadurch, dass wir dem Hund die Möglichkeit geben zu sagen, okay, jetzt kannst du das machen und jetzt möchte ich eine Pause haben oder das Training wird jetzt beendet oder die Pflegemaßnahme wird jetzt beendet. Und das ist Medical Training, also gutes Medical Training. Der Hund bekommt die Kontrolle über die Situation und vielleicht fragst du dich jetzt, ja gut, aber warum sollte der das jetzt machen? Ich meine, das ist für ihn unangenehm, also warum sollte er da mitmachen, der blöd wäre. Sie machen es. Sie machen es, weil in dem Moment, erstens mal haben sie ja was davon, also sie kriegen ja Belohnungen. Und ja, am Anfang, gerade bei Hunden, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, brauchen wir sehr gute Belohnungen, sehr viel für sehr einfache Schritte. Aber das funktioniert sogar bei Zootieren, die mit Menschen absolut nichts am Hut haben. Also warum sollte das nicht bei Hunden funktionieren, die ja gerne was mit Menschen machen? Also von daher, probier es aus. Probier es aus, gib dem Ganzen aber Zeit. Also mach kleine Schritte, gib dir Zeit, gib deinem Hund Zeit, dieses ganze Konzept wirklich gut einzulernen. Und du wirst sehen, es funktioniert. Dein Hund wird mitmachen. Und du wirst da auch sehen, okay, diese ganzen kleinen Signale, die du vielleicht vorher übersehen hast oder die dein Hund vielleicht in seinem vorigen Leben verlernt hat, wie über den Fang schlecken, wegschauen, den Kopf wegdrehen, weggehen, solche Sachen, Pfote wegziehen. Das kommt wieder bei vielen Hunden. Nicht bei allen, aber die meisten fangen irgendwann wieder an, okay, ich probiere es doch nochmal mit solchen Signalen. Und auf das achten wir auch. Damit zeigen wir unseren Hunden eine andere Möglichkeit. Also der Hund lernt, anstatt dass du herbeißt, kannst du auch einfach das Ganze beenden. Und damit verliert er die Notwendigkeit zu beißen. Noch ein sehr typisches Thema und eine sehr typische Gefahrensituation sind Ressourcen. Sammy hatte tatsächlich beides. Also er fand jegliche Pflegemaßnahmen ziemlich unnötig. Und er hat Ressourcen verteidigt, also sowohl seinen Körper als auch Spielzeug, Futter, verschiedenste Sachen. Und du siehst schon, das gehört so ein bisschen auch zusammen. Also viele Hunde, die sich nicht pflegen lassen, verteidigen auch ihren Körper als Ressource. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Ressource. Das dürfen wir nicht vergessen. Also sprich, bei Hunden, die Ressourcen verteidigen, haben wir einen Hund, der dem Menschen nicht vertraut, wenn eine Ressource im Spiel ist. Also das heißt, der sagt, okay, da kommt ein Mensch, ich fühle mich nicht mehr wohl. Und das müssen wir ändern. Gerade wenn es um den eigenen Körper geht, kann der Hund lernen, okay, wenn er angefasst wird, passiert was Gutes. Also angefasst werden an sich ist was Gutes und er kann jederzeit weggehen. Und auch dabei haben wir wieder, okay, anstatt zu beißen, kann es auch gehen. Was ja eine viel coolere Idee ist, ne? Schreib mir in die Kommentare, welches von den beiden Themen es bei deinem Hund ist oder ob es ganz was anderes ist. Das würde mich interessieren. Das sind auf jeden Fall die zwei häufigsten. Und natürlich ist das nicht das Einzige, was wir beachten müssen. Vielleicht sagst du jetzt, naja gut, okay, mein Hund hat jetzt aber zu lange Krallen und ich muss das jetzt aber machen. Das sind Momente, wo du mal mit dem Tierarzt reden kannst. Also es gibt dann vielleicht die Möglichkeit, mit Medikamenten oder auch mit Sedation zu arbeiten, das einmal beim Tierarzt machen zu lassen und dann hast du wieder Zeit, das zu trainieren. Also das macht viel mehr Sinn, weil du den Kontext einfach mal veränderst, komplett. Anstatt, dass du jetzt zu Hause mit deinem Hund kämpfst, ja. Und das ist oft auch die sicherere Variante. Was du auch noch beachten musst, natürlich, als Hundeeltern, Hundemama, Papa mit einem bissigen Hund, und das ist was, daran denken Hundeeltern mit normalen Hunden ja normalerweise gar nicht, sind so Sachen wie Alltagsbewältigung. Was ist, wenn Gäste kommen? Was ist, wenn du mit deinem Hund spazieren gehst? Solche Sachen, die sind nicht normal, wenn du einen bissigen Hund hast, weil in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel Gäste zu dir kommen oder Handwerker oder so,
Dein Hund hat ja da kein Mitspracherecht. Also die kommen in das Zuhause deines Hundes, der kann da nichts dagegen tun. Die dringen in seine Sicherheitszone ein. Das heißt, das ist schon mal ein Unwohlsein für viele Hunde, gerade die, die mit Menschen eh nicht so leicht zurechtkommen. Dann muss es wirklich die Garantie geben, dass sich diese Menschen an einfache Regeln halten. Und diese Regeln sind, fass den Hund nicht an und bedräng den Hund nicht. Wenn das nicht gegeben ist, dann muss der Hund in dieser Zeit anders verwahrt sein. Weil es muss einfach eine Sicherheit geben für deinen Hund und für die anderen Personen. Stell dir vor, du kannst dich in deinem eigenen Zuhause nicht wohlfühlen, weil da ständig irgendwelche Leute reinkommen, die dich bedrohen und bedrängen. Das ist einfach kein schönes Leben. Ja? Also das heißt, wenn du Leute da hast, die, mit denen du das einfach nicht besprechen kannst, weil zum Beispiel Handwerker, die sind schnell rein, raus, rein, raus, rein, raus, dann schau, ob dein Hund in einem anderen Raum sein kann oder bei einer Betreuung sein kann, sowas in der Richtung. Und wenn sich Leute dran halten, dann schau trotzdem, dass das Management wieder so aufgebaut ist, dass wirklich jeder sicher ist. Also dein Hund ist vielleicht wieder mit Maulkorb gesichert oder mit einem Kinderkit oder mit einer Leine oder whatever. Also Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Und du merkst schon, das alles hat sehr viel mit Bindung zu tun, das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn Beißvorfälle passieren, gerade zwischen Bezugsperson und Hund, also zwischen dir und deinem Hund, dann braucht sehr viel Vertrauensaufbau wieder. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du das machen kannst mit deinem Hund auf eine einfache und lockere Art und Weise, dann schau dieses Video.